Letztes Jahr fehlte beim 1. FC Köln Ehrgeiz und Antrieb. Mitte der Saison gewann und zwar 8 von 10 Spielen. Das hat wahrscheinlich auch den Klassenerhalt gesichert, aber danach wurde es wieder schwach und am letzten Spieltag, als es um nichts mehr ging, verlor man 1:6 gegen Werder Bremen. Das ist wirklich eine absolut grottische, peinliche Einstellung. Und ich würde sagen, das hat man Gisdol zu verdanken. Ich finde, Gisdol ist kein guter Bundesliga-Trainer. Das war er noch nie und das wird er auch so schnell nicht sein. Entschuldigung der harten Kritik, aber ich bin einfach überhaupt kein Gisdol-Fan. Mir gefällt sein Spielstil mit den vielen langen Bällen auch nicht so sonderlich gut. Zum Kader, man hatte bis zu 16 Abgänge, hauptsächlich Leihspieler, also Leihrückkehrer. Und Horst Held sagt auch, man hat nicht so viel Geld. Köln gehört zu den Teams, die viele Geldprobleme haben. Und dann in der letzten Woche gab es dann noch einige Transfers von Duda, Anderson und Cordoba, aber auf die schauen wir jetzt. Ja, hier ist der Kader, ich werde jetzt aber nicht auf jeden Spieler im Detail eingehen. Hinten drin ist man, finde ich, nicht so gut besetzt. Ausnahmen sind vielleicht Bornau oder Timo Horn, eben im Tor ist, finde ich, ein absoluter Elfmeterkiller und auch ein sehr, sehr starker Keeper. Und Jonas Hector war auch mal wieder in der Vorbereitung sehr stark. Der ist auch nicht schlecht. Und dann kommen wir zu den Teilen der Mannschaft, wo es Transfers gab. Und das ist der Mittelsturm und das offensive Mittelfeld. Im offensiven Mittelfeld, da kam André Duda. Das ist, finde ich, ein sehr, sehr guter Transfer. Und war ja auch nur 7 Millionen. Und dahinter Rex Bitschei ist auch noch sehr stark. Sehr starker offensiver Mittelfeldspieler. Und dann im Mittelsturm Anderson und Modeste hatten auch einen guten Ersatz. Anderson kam für 6,5 Millionen und Cordoba ging für 15 Millionen zu Berlin. Dann können wir mal die Spieler vergleichen, ob das ein guter Deal war. Weil der 1. FC Köln viel mit Flanken und langen Bällen spielt, ist ein kopfballstarker Stürmer wichtig. Nur Lewandowski war kopfballstärker wie Sebastian Anderson. Das, finde ich, ist top. Denn, ja, man braucht eben diese kopfballstarken Spieler. Anderson bringt das mit. Cordoba hat das auch mitgebracht, aber eben nicht so stark wie Anderson. Anderson ist auch 1,90 groß, Cordoba nur 1,88. Gut, die 2 cm macht es jetzt auch nicht aus, aber trotzdem. Von den Transfers her finde ich gut. Die Offensive geht auch, aber der Kader ist, finde ich, im Gesamten noch eher weit unterdurchschnittlich gut besetzt. Und das ist auch ein Grund, warum der 1. FC Köln für mich eher zu den Abstiegskandidaten zählt.